Viele werden es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können. Die Zone 4 muss renoviert werden. Wir wollen das jetzt halt ein für alle Mal ändern. Und zwar, das hier ist halt eine Bausubstanz. Die sind halt ja, knapp 15 Jahre alt. Und dann darf man halt auch mal zusammenfallen. Wir haben hier mit einem Zwinger schon mal das hier verändert, die Front. So dass das halt, das sind Metallpfosten, das ist Holz davor, um das Gitter hier zu befestigen. Aber es ist jetzt halt wirklich für lange Zeit gebaut. Was wir eben so verändern möchten, ist, dass hier diese Wetterschutzbereiche, die sind halt, die sind zu kurz, die sind der Sonne abgewandt. Im Winter ist das halt einfach ein Eispalast. Wir wollen jeweils in diese Ecke vorne einen Wetterschutzbereich bauen. Und das bei 4 Zwingern auf dieser Seite. Und dann wollen wir die gesamte Zone 4, diesen Bereich, diese Zwinger praktisch auflösen und dafür den ganzen Bereich hier in mehrere Freilaufbereiche unterteilen. Das ist natürlich ein teures Unterfangen, aber das ist dafür für die Hunde auf jeden Fall deutlich besser und es ist dann eben so gebaut, dass wir nicht alle Jahre wieder fragen müssen, oh, wir müssen ein Zone 4 renovieren. Der Kosten für die Zäune liegen bei 2000 Euro. Für die jeweiligen Wetterschutzbereiche muss man leider mittlerweile fast 10.000 Euro rechnen. Das sind dann praktisch auf jeden Fall 6 Stück, die wir dann brauchen, weil die Freilaufbereiche brauchen dann auch nochmal was. Das sind dann 8.000 Euro, womit wir rechnen und womit wir auf jeden Fall dicke auskommen, um die Zone 4 einmal komplett zu renovieren und Freilaufbereiche zu machen. Wir sind darauf angewiesen jetzt, dass wir praktisch nach Spendeneingang weiterbauen, weil, wie jeder weiß, momentan hat einfach keiner Geld, wegen Krieg, wegen Corona, wegen allem Möglichen. Und unsere Spenden sind eingebrochen. Dass das eigentlich gar nicht drin sitzt, dieser Umbau. Deshalb, wenn Spenden vorhanden sind, werden wir halt daran weiterarbeiten.